Tja, wie wird jetzt das nächste Jahr? Wie wird 2021? Das sind Fragen, die beschäftigen so viele Menschen und es ist ja auch klar, der Übergang ist voll im Gange. Die Linien der Zeit verschieben sich, das ganze Leben verändert sich und ich möchte gerne für euch mit meiner Fähigkeit des Hellsehens einfach mal in das kommende Jahr hineinblicken, um zu sehen, wie sich das so entwickelt, wie es uns allen in diesem Jahr geht, was sich verändert und was wichtig ist. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr kommt mit der Zeit einigermaßen gut zurecht und habt euch angepasst, habt für euch so das so gestaltet, dass ihr euch dennoch wohlfühlt mit den ganzen Einschränkungen, die es im Moment gibt. Es ist wichtig, dass man für sich selbst immer den Weg findet, der sich gut anfühlt. Und ihr wisst ja, es ist ganz wichtig, nicht in die Angst zu gehen, sich nicht beeinflussen zu lassen von dieser Angst, von der Panikmache und einfach den Weg des Lichtes zu gehen. Es war ja dieses Jahr echt ganz schön schlimm für einige unter uns. Und zwar denke ich da an die Menschen, die in Konkurs gehen mussten oder vielleicht noch müssen, die also diese finanziellen Probleme massiv spüren, einfach weil das, was sie begonnen haben, nicht mehr getragen wird von der Wirtschaft, weil sich das Leben ja vollkommen ändert und im Begriff ist, noch intensiver zu ändern. Das ist auf der einen Seite richtig und gut, bloß für die Menschen, die da betroffen sind, ist es sehr, sehr schwer. Ich kann das sehr gut nachfühlen. Bei mir ist ja auch mal mein Leben zusammengebrochen, total. Ich hatte damals alles verloren und habe aber einen neuen Weg gefunden, nämlich den Weg der Spiritualität. Und das ist ja der tiefere Sinn von dem Ganzen, dass die Möglichkeit besteht, wirklich für jeden von uns, auch wenn jetzt mal alles zusammenbricht, dass man dann einen neuen Weg findet und einen viel schöneren Weg. So war es jedenfalls bei mir. Guckt mal, ich habe euch einen schönen Hintergrund. Hier, das Video ist immer seitenverkehrt. Habe euch also hier, diese Engelflügel reingemacht in das Video. Einfach um euch zu sagen und fühlen zu lassen, die Engel sind bei uns und sie begleiten uns. Na, das ist diese Unterstützung, die wir immer haben und die wir niemals vergessen sollten. Denn wir sind ja ein Teil des Großen und Ganzen. Und verzweifelt nicht, ihrjenigen unter uns, die also jetzt wirklich große Probleme haben. Es ist eine Neuorientierung vonnöten. Es ist einfach jetzt der Blick nach innen zu richten und zu gucken, was kann ich denn anderes tun? Wo ist mein Weg des Lichtes? Denn es zeichnet sich einfach so aus, dass das, was man getan hat, jetzt in der Zeit eben nicht mehr haltbar ist. Und es ist eine große Chance, wirklich eine große Chance, neue Wege zu gehen. Denn neue Wege haben immer ganz tolle Möglichkeiten und eine Neuorientierung wird ja auch von allen astronomischen Zeichen so unterstützt, jetzt November und Dezember. Das sind die Monate, wo ich, also besonders im Dezember, für mich nach innen gehen kann und gucken kann, was kann ich tun. Und das Jahr 2020 war ja das Jahr der großen Vorbereitung für den Neubeginn, für die Veränderung. Das fängt jetzt an und es dauert aber auch einige Jahre. Also es ist nicht so, dass das jetzt sofort geschieht, sondern das ist ein Zyklus, der einige Zeit dauert. Das ist auch gut so, wenn es zu schnell ginge, dann würden wir das auch gar nicht so schnell fertig bringen, das komplette Leben zu ändern und uns neu umzustellen. Ja, und wie es jetzt also 2021 wird, ich gucke einfach mal so ein bisschen, ich gucke mal da so rein. Also, ich bedanke mich erst einmal dafür, dass ich
die schönen Fähigkeiten leben darf und ausüben darf, dass ich mit meiner Hellsicht einfach mal in 2021 schaue. Ich kann erkennen, über der Erde liegen Wolken. Diese Wolken symbolisieren Schwere. Es sind aber nicht nur dunkle, sondern sind auch helle Wolken zu fühlen. Und diese hellen Wolken werden sich durchsetzen. Im Moment, am Anfang des Jahres, sind sie noch von den dunkleren Wolken etwas verdeckt, aber sie sind da. Und wenn ich weiter schaue, sehe ich, dass tatsächlich viele Menschen sich noch schwer tun mit der Umstellung. Mit den Finanzen ist es auch nicht so einfach. Das finanzielle System ist am sich verändern. Es wird getragen, es wird noch getragen von der aktuellen Politik, und es kommt darauf an, wie die Menschen selbst mit ihren Gedanken sich ausrichten. Je nachdem wird das finanzielle System sich ändern. Es ist ein Prozess, der langsam vor sich geht und der nicht ausreicht über das nächste Jahr, sondern der noch übergeht in andere Jahre. Aber es besteht die Möglichkeit für ein neues, gutes finanzielles System, denn das Alte hält das nicht mehr durch. Da wackelt es überall. Die ganzen alten Werte sind nicht mehr stabil. Und es ändert sich sehr viel. Es werden viele alte Säulen, die man hatte, so Stützsäulen, wo man sich darauf verlassen konnte, dass etwas so ist, wie es so ist, die fallen in sich zusammen. Und dafür werden neue entstehen. Und diese neuen Stützsäulen, die sehen aus wie Lichtsäulen. Die strahlen, die stehen also hier und leuchten in einer Strahlkraft ganz hell. Und das ist das, wo die Menschen hingehen, zu diesen Lichtsäulen, und in dem Licht baden und dadurch von diesem Licht gestärkt werden. Und das ist die Energie der neuen Zeit. Und diese Lichtsäulen, sie werden immer mehr auf der Erde entstehen, sodass sich die Menschen an jedem Ort mit diesen Lichtsäulen verbinden können, hineingehen können und sich stärken können. Es entsteht ein Netz, ein vollkommenes Netz des Lichtes, welches uns in die neue Zeit trägt. Dieser Vorgang ist ein Prozess, der nächstes Jahr intensiv beginnt. Es ist also nicht ab 1. Januar so, sondern es geht Schritt für Schritt. Denn das Alte muss erst gehen, damit das Neue richtig kommen kann. Also diese wundervollen Lichtsäulen werden sich immer mehr vermehren. Und diese Lichtsäulen führen auch zu den Lichttoren, welche in das Erwachen gehen, welche der Eintritt in die neue Welt ist. All dies wird nächstes Jahr entstehen und uns unterstützen. Vorher müssen wir noch durch das Alte hindurch. Das Alte darf gehen. Es wird manches schwierig sein, aber das Ziel macht das Schwierige wieder unwichtig. Ihr versteht, wie ich das meine. Dieses Ziel, das
einige Jahre dauert, aber jetzt wirklich nächstes Jahr in Schwung kommt, das macht es wertvoll, erstmal durch das Schwierige hindurch zu gehen, denn mit dem Wissen, dass sich dadurch etwas Neues bildet, etwas Wunderbares bildet, geht man dann auch leichter hindurch. Die Menschen insgesamt sind teilweise sehr nervös, teilweise sehr ängstlich noch und aufgeregt. Es wird sich auch ein bisschen noch zuspitzen, diese Aufgeregtheit. Und es gibt also diese zwei Gruppen immer noch, einmal diese dunklere Gruppe und die hellere Gruppe. Und in der helleren, da sehe ich sehr viel Frieden und Liebe. Hingegen in der dunkleren Gruppe ist sehr viel Leid und Aufregung und ja, da. Aber ich sehe auch tatsächlich den Wechsel, dass immer mehr Menschen aus dieser dunklen Gruppe herausfinden und in die helle rüber wechseln. Das sehe ich, das kommt nächstes Jahr intensiver als dieses Jahr. Das heißt, wir werden noch viel mehr Menschen haben, welche erwachen. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass die Menschen immer noch mehr erwachen. Und ich sehe wirklich, dass das mehr werden als sonst, als wie wir das sonst hatten. Und das ist dann auch in der dritten Welle, in der dritten Corona-Welle, wird es nochmal intensiv dieses Erwachen geben. Und dann wird es sich wieder etwas beruhigen. Dieses Aufgewühlte wird sich etwas beruhigen. Und viele Menschen haben sich dann auch daran gewöhnt, dass das neue Leben eben anders ist. Und dadurch bildet sich wieder Vertrauen und können sich dann auch diese neuen Systeme etablieren, die entstehen werden. Es werden also auch geistige Berater zur Verfügung stehen, welche den Menschen, die in der Not sind, neue Wege zeigen. Die werden den Menschen zeigen, dies kannst du tun, jenes kannst du tun. Also alles Dinge zeigen, welche im Licht sind, welche mit dem Licht und der Liebe verbunden sind. Und das ist natürlich die große Chance für jeden von uns, sich komplett neu zu orientieren, seinen Weg oder sein Leben hier auf der Erde anzupassen an das Neue, was kommt, die neue Erde zu kreieren. Das wird ein ganz großes Thema nächstes Jahr sein, diese Kreation der neuen Erde. Und ich sehe auch Menschengruppen, die sich zusammentun und die wirklich intensiv auch die neue Erde manifestieren. Ich schaue noch mal weiter. Und ich sehe tatsächlich einen Lichtschein, einen Lichtstrahl in die Verbindung zur geistigen Welt, der die Erde stärkt. Was das genau ist, werden wir noch erkennen. Es ist auf jeden Fall eine neue Energieeinstrahlung, welche uns begleitet. Und jetzt sehe ich genau, diese Lichtstrahlen werden die Lichtsäulen mit Energie versorgen. Das beginnt nächstes Jahr. Und das ist so ein schönes Bild, das ist wundervoll. Und ich wünsche mir, dass wirklich, dass ihr alle in diese Lichtsäulen geht und auch eintaucht, die Hände in diese Lichtsäule haltet und dadurch die Verbindung und die Bestätigung dafür bekommt, was jetzt für euch wichtig ist. Und dieses Lichtnetz, was sich über die Erde spannt, ist mit dem Gitternetz des Universums verbunden. Und dieses Lichtnetz wird letztendlich die Erde anheben. Das sind alles Vorbereitungen. Also es geschieht jetzt noch nicht, dass wir nächstes Jahr aufsteigen, so wie ich es im Moment wahrnehme. Allerdings wird gesagt, es kommt immer darauf an, wie viele Menschen ihre innere Ausrichtung ändern.
je mehr und je schneller das geht, je mehr Menschen dies tun, umso eher ist es natürlich möglich. Von daher ist die Aussage mit dem einen Jahr jetzt ein bisschen schwierig, weil dieser Faktor nicht einschätzbar ist, wie viele Menschen jetzt tatsächlich ins Erwachen gehen. Aber letztendlich trägt dieses Gitternetz, weil es verbunden ist, also ihr könnt euch das so vorstellen, die Erde hat dieses Gitternetz um sich herum, dieses Lichtgitternetz, und andere Planeten, die schon in der Liebe schwingen, haben das auch. Und dann bilden sich von dem Lichtgitternetz der Erde Verbindungslinien zu den anderen Planeten und dadurch wird die Erde angehoben und ist dann wieder in vollkommen in diesem, in der göttlichen Ordnung, in dem Lichtgitternetz der göttlichen Ordnung. Ein tolles Bild, ein schönes Bild. Also es heißt für uns, sich nochmal tatsächlich auf sich selbst zu konzentrieren, zu schauen, wo bin ich in der Liebe, wo ist das, was ich tue, alles in der Liebe. Und hier das Herz zu stärken und sich absolut nicht auf das, was so gesagt wird, zu konzentrieren, sondern eher auf das Innere. Es ist ganz wichtig, die innere Ausrichtung nächstes Jahr, die innere Ausrichtung der vollkommenen Liebe und des höheren Bewusstseins. Und das wird also, werden viele Menschen verstehen und es werden immer mehr Menschen durch die Tore des Erwachens gehen. Das ist mein Bild vom nächsten Jahr. Und diese dunklen Wolken, die ich sehe, die gehen in dem Moment weg, je mehr Menschen eben ins Erwachen gehen. Und das ist so ein Übergang. Am Anfang des Jahres ist es noch ziemlich schwierig, wird dann aber leichter. Und ihr werdet auch noch weitere Vorhersagen natürlich bekommen. Jetzt lächelt die geistige Welt, denn dafür habe ich diese Gabe bekommen, okay? Ich habe verstanden. Ja, genau. Also insgesamt ein schöner Ausblick und insgesamt habt ihr verstanden oder habe ich auf jeden Fall verstanden, es kommt auf jeden Einzelnen drauf an, auf jeden Einzelnen, wie er sich ausrichtet, wie er einfach seine Gedanken steuert und in dem Positiven und in der Liebe ist, bleibt und diese verstärkt. Das ist das Wichtigste und dadurch erhöht sich das Bewusstsein der kompletten Erde immer mehr. Und Deutschland, also das Herz von Europa, ist ausschlaggebend mit dieser Energie. Deutschland, Österreich, Schweiz und die angrenzenden Länder unterstützen das. Aber das ist das Herz, praktisch, auf das es drauf ankommt. Und das wird auch, diese Länder werden die ersten sein, welche die höheren Prozentzahlen der Erwachenden haben. Und von da aus breitet sich das über alle anderen Länder aus. So ist das Bild jetzt gerade in diesem Moment. Also ihr seht, es ist noch einiges zu tun, aber es geht voran. Und das, wovon uns die geistliche Welt gesagt hat, was kommen wird, dieser Übergang, der ist jetzt da. Der ist tatsächlich da. Und ja, ich freue mich, dabei sein zu dürfen und euch unterstützen zu dürfen. Es wurde ja auch immer gesagt, wenn der Übergang dann da ist, dann hätten die Lichtarbeiter viel zu tun. Das heißt also, alle Menschen, die sich ihrer geistigen Fähigkeiten bewusst sind, die dürfen die anderen Menschen unterstützen. Aber nur, wenn die es wünschen. Das ist ganz wichtig. Sobald dich jemand fragt, kannst du unterstützen, aber sonst nicht, sonst warten wir eben, bis es soweit ist. Und es wird sein, es wird kommen. Ja, schön, dass du heute hier warst und ich für dich hell sehen durfte. Und ich danke der geistlichen Welt,
dass ihr mich begleitet hat heute und hülle euch alle in große Liebe ein, umarme euch. Habt eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Tschüss.